Drachengeschichten von Torhal Bjorik. Drachen wurden in Tamriel zuletzt zu Lebzeiten Tiber Septims gesehen. Er schloss mit den wenigen verbliebenen Drachen einen Pakt und schwor sie zu schützen, wenn sie ihm dienen würden. Doch trotz seines Versprechens wurden weiterhin Drachen gejagt und getötet. Es ist nicht klar, ob die letzten von ihnen aus Tamriel geflohen sind oder ob sie ausgelöscht wurden. Es gibt keine glaubhafte Erklärung darüber, wie Drachen entstanden. Dremora zufolge, die von der Akademie des Flüsterns befragt wurden, gab und gibt es sie einfach. Ewig, unsterblich, unveränderlich und unbeugsam. Sie werden nicht geboren oder ausgebrütet. Sie paaren sich nicht und pflanzen sich nicht fort. Es gibt keine bekannten Beispiele von Dracheneiern oder Drachenjungen. Im Gebiet der Iliak-Bucht gibt es Geschichten darüber. Doch bislang haben sich alle als falsch erwiesen. Bei den Eiern handelte es sich um die Eier anderer Reptilien. Die kleinen Drachen waren nichts als übergroße Echsen und nicht verwandt mit echten Drachen. Auch wenn Drachen nicht geboren werden, können sie sterben. Während des Drachenkriegs in der meretischen Ära wurden ihre Zahlen dezimiert. Die Akaviri-Invasoren der späten ersten Ära sollten Dutzende von ihnen gejagt und getötet haben. Vor und nach ihrer Niederlage durch Kaiser Rehman. Einige Quellen behaupten, dass die Akaviri Drachentötungszauber mitgebracht hätten. Andere besagen, sie hätten ausgeklügelte Fallen gebaut. Eine Quelle spricht gar von einem seltenen Gift. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass die fürchterlichste Waffe eines Drachen sein Feueratem ist. Da sie über die Köpfe ihrer Gegner hinwegfliegen und Flammentod herabregnen lassen konnten, wurden Bogenschützen und Zauberer gebraucht, um sie zu jagen. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass einige Drachen einen gefrierenden Sprühregen oder Frost spucken konnten. Die Berichte lassen vermuten, dass ein Drache entweder das eine oder das andere konnte, aber nicht beides. Die meisten stellten sich Drachen als Tumbelbestien vor. Doch logischerweise müssen sie über Sprache verfügt haben, wenn Tiber Septim mit ihnen verhandeln konnte. Und tatsächlich sind sich die historischen Berichte einig, dass Drachen hochintelligent waren. Sie hatten ihre eigene Sprache, konnten aber auch die Sprache von Menschen und Elfen sprechen. Die Aufzeichnungen von Rehmans Jagden enthalten Berichte von Drachen, die Feuer atmeten oder spuckten. Vor kurzer Zeit wurden einige entdeckt, die beschrieben, wie Drachen gefrierende Kältestöße bliesen. Die fantasievolleren Geschichten erzählen sogar, wie sie Stürme befehligten oder sogar die Zeit anhielten. Diese sollten als Mythen und Märchen außer Acht gelassen werden. Selbst ohne diese höchst furchteinflößende Waffe machen ihre undurchdringliche Haut und ihre granitartigen Zähne und Klauen sie zu entsetzlichen Gegnern. Es besteht Uneinigkeit darüber, wann der letzte Drache getötet wurde. Anscheinend sind die wenigen letzten alle gleichzeitig verschwunden. Einige Geschichten erzählen von einem Drachenkönig, der sie lieber verschlang, als sie von den Menschen töten zu lassen. Eine weit hergeholte Geschichte spricht davon, wie Tiber Septim ihre Essenz in sich aufnahm, als er zur Gottheit aufstieg. Der genaue Grund ist unbekannt, doch sie sind alle fort. Seit Jahrhunderten ist kein Drache mehr gesehen worden. Es gibt ein paar bekannte Beispiele von Drachenknochen, die sich mit dem Stein und Fels von Klippen und Höhlen verbunden haben. Gerade genug Beweise, um die Geschichten unbestreitbar erscheinen zu lassen.